Ho, 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 ihr Lieben, heute in meiner Weihnachtsmütze. Kennt ihr Enges Augen? Guckt mal, so sehen sie aus. Und die sind super schnell und einfach zubereitet. Und dazu schmecken sie so lecker. Einfach. So schön saftig. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich sie schnell und einfach zubereitet habe, dann bleibt dran. Oder machen wir das schnell mal eben zusammen. Als erstes benötigen wir Dinkelmehl. Das Mehl habe ich bereits schon durchgesiebt. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann macht das bitte. Das kommt einmal hier rein. Als nächstes kommt der Puderzucker. Übrigens die genauen Angaben findet ihr wie immer bei mir hier unten in der Videobeschreibung. Dann kommt da Margarine. Wenn ihr doch keine Margarine habt, könnt ihr natürlich auch Butter nehmen. Das ist ganz euch überlassen. Aber ich mache das immer ganz gerne mit Margarine. Dann ist der Teig immer schön fluffig und nicht ganz so fest. Ich habe festgestellt, mit Butter wird der Teig nachher so schnell hart. Dann darf da natürlich eine Prise Salz nicht fehlen. Dann kommt da noch Quark dazu. Oder auch Skyr, je nachdem, was ihr gerade zu Hause habt. Dann darf da natürlich Ei nicht fehlen. Das kommt auch noch da rein. Und was darf noch nicht fehlen? Für die Spritzigkeit eine Bio-Zitrone. Und davon nehmen wir den Abrieb, also die Schale. Die raspel ich nur kurz. Raspelt aber nicht zu doll, nicht, dass ihr das Weiße auch noch mit raspelt, dann wird das bitter. Das wollen wir nicht. Wir wollen nur ein bisschen. Und jetzt wird das alles mit dem Kneteinsatz zerknetet. Gucken, dass ich auch den richtigen rein tue. So, jetzt haben wir Strom. Und los geht's. Dann knete ich mit der Hand weiter. Dann macht ihr ein bisschen Mehl auf eure Arbeitsplatte. Und dann wird der Teig nochmal richtig schön geknetet, bis er wirklich glatt ist. Und dann wird der Teig so zu einer Wurstform gerollt. Wenn es bei euch nachher so ausschaut, wie so eine ganz lange Wurst, dann trennt ihr, ich habe jetzt so einen kleinen Trenner, immer so kleine Streifen. Und dann formt ihr die einfach zu Kugeln, sodass die so ausschauen. Und das macht ihr mit allen. So, und dann kommen die Kugelchen auf ein Backblech mit Backpapier. Und dann nehmt ihr euch zur Hilfe so einen Holzlöffel oder macht ihr so ein ganz kleines Loch in die Mitte, aber nicht komplett durchdrücken. Nur so ein kleines, so bis zur Mitte. Das ist damit diese Wölbung da drin bleibt, weil da kommt nämlich nachher die Marmelade rein. Wenn das zwischendurch klebt, dann macht ihr euch einfach ein bisschen Mehl auf, aufs Holzlöffel und dann, wenn ihr euren Backofen auf 200 Grad vorgeheizt habt, dann stellt ihr es auf Ober- und Unterhitze und dann auf 150 Grad ungefähr für 10 bis 12 Minuten. Also müsst ihr mal schauen, dass sie nicht zu dunkel werden. Guckt mal, unsere Engelsaugen sind jetzt fertig, abgekühlt und jetzt fehlt nur noch ein bisschen Puderzucker. So, und jetzt, da wo wir ein kleines Loch in der Mitte gemacht haben, kommt die Marmelade rein. Ihr könnt entweder versuchen, dass ihr das mit einem Löffel macht, was ein bisschen schwierig ist, aber ich versuche es trotzdem. Oder ihr habt so einen Spritzbeutel, wo ihr die Marmelade einfüllt und dann überall so ein bisschen verteilt. Genau, das ist meine Erdbeermarmelade. Die habe ich im Sommer gekocht und die werde ich natürlich auch verarbeiten. Die riecht richtig lecker und frisch.
So, jetzt bin ich fertig. Bei manchen ist ein bisschen viel Marmelade oben drauf. Aber es ist manchmal wirklich so, wenn man die Marmelade selber kocht, dann hat man ab und zu noch ein, zwei Erdbeerstückchen mit zwischen. Und da waren halt ein paar Erdbeerstückchen mit zwischen. Ich werde sie natürlich wie immer verkosten. So schön. So schön weich und lecker. Diese Erdbeermarmelade. Einfach nur ein Gedicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Rezept, ihr Lieben. Ich werde jetzt erstmal noch meine Kekse essen.